Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir alle haben genau auf diesen einen Tag gewartet. Und ich kann euch sagen, heute ist es soweit. Okay, ihr alle fragt euch jetzt, warum heute ein besonderer Tag ist? Ich erklär's euch. Denn heute ist der Tag, an dem wir die Skibbidi-Dop-Toilette zur Strecke bringen werden. Ja, ihr habt's richtig gehört. Es geht um die Skibbidi-Toilette. Das ist die Toilette, die so singen kann. Ich weiß, sehr verstörend. Und genau deshalb werden wir sie heute zerstören. Und wie genau ich das anstellen werde, Leute, seht ihr im heutigen Video. Deshalb, wenn ihr neu seid, lasst wie immer ein Abo da. Vergesst nicht, den Like-Button zu verprügeln. Und ansonsten würde ich sagen, an euch alle, lehnt euch zurück und gönnt euch die heutige Folge. Skibbidi-Dop. Let's go! Und damit, Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Und ja, ich denke, ich habe alles Wichtige erwähnt und man kann es auch schon unschwer im Hintergrund erkennen. Ja, das ist unser heutiger Gegner. Bruder, ich kann diesen Song langsam echt nicht mehr hören. Wir müssen die Toilette heute echt zur Strecke bringen. Jedenfalls seht ihr hier wieder auf einer richtig coolen Mega-Rampe. Wir haben hier so drei verschiedene Rampen. Ich habe das Ganze ja schon mal zusammen mit Max gemacht, Leute. Da seht ihr hier mal einen ganz kurzen Ausschnitt eingeblendet. Und zwar habe ich ja Max auch schon auf dieser Mega-Rampe zerstört. Da sind wir ja mit verschiedenen Autos über die Rampe in sein Gesicht gesprungen, haben ihn mit Waffen abgeballert und vieles mehr. Und das Ganze werden wir heute auch hier auf dieser Map machen. Nur haben wir hier einmal extrem viele neue Fahrzeuge. Zum Beispiel haben wir hier einfach mal so einen Drechsler, also so ein komischer Zerschredderer. Ich weiß nicht, ob das so gesund enden wird für die Toilette, ja? Was sagst du dazu, Skibbidi-Dop-Toilette, hä? Ich glaube, die Toilette war nicht so erfreut drüber. Die kann einfach Laser schießen. Was? Wie? Warte, habt ihr das gerade gesehen? Wow! Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Bro, als wenn die Toilette einfach so Laser schießen kann, okay? Das wusste ich bisher auch nicht. Ja, jedenfalls haben wir auch verschiedene Waffen wieder. Also zum Beispiel haben wir hier heute einfach mal eine Shotgun am Start. Mit der wir so ein bisschen schießen können. Dann haben wir hier einfach mal eine Furzkanone. Damit können wir einfach so... einfach so Furzstrahle schießen, Leute, wie von den Minions. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Furzkanone von den Minions kennt, Leute. Dann haben wir zum Beispiel einfach so eine Physikgun. Damit können wir... LOL? Ich glaube, ich habe hier auch schon wieder viel zu viel um den heißen Brei gelabert. Wenn wir so weitermachen, wird uns die Skibbidi... Toilette uns gleich noch umbringen. Genau. Aber okay, dann würde ich sagen, lasst uns mit dem Spaß beginnen. Ich habe richtig Bock, die Toilette jetzt zu knechten, ne? Also ihr seht, das ist wirklich einfach mal die Skibbidi-Dop-Toilette. Und sobald ich näher komme, hört ihr auch schon wieder diesen Sound von der Skibbidi-Dop-Toilette. Ich kann diesen Song langsam nicht mehr ab. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir diese Riesentoilette besiegen. Als allererstes würde ich sagen, müssen wir der Skibbidi-Dop-Toilette mal einen kleinen neuen Haarschnitt organisieren. Ja, also das könnten wir folgendermaßen angehen. Ja! Okay, hat einfach jetzt ein Loch hier oben drin. Das lassen wir mal so stehen. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück auf die Rampe, weil wir haben gleich noch viel zu erledigen. Weil ich will ja mit den ganzen Autos in das Gesicht der Skibbidi-Dop-Toilette reinfliegen, um sie schlussendlich zu besiegen. Ich würde sagen, wir fangen heute mal einfach klein an, zum Beispiel mit so einem Lamborghini hier. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, seid ihr bereit für den ersten Sprung in die Skibbidi-Dop-Toilette? Okay, ihr seid bereit. Andere Frage. Bist du bereit? Okay, das nehme ich mal als ja. Angriff! Ja, gut. Die hat uns mit ihrem Laser komplett zersäbelt, Digga. Dieser Laser ist komplett hoch. Okay, ich merke schon, der Laser ist ziemlich OP. Aber ich glaube, wir haben hier einen Zahn ausgeschlagen. Wir haben hier einfach einen Zahn ausgeschlagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Auto. Ich glaube, mit dem Lamborghini hat es nicht so gut funktioniert. Wir müssen die Toilette ein bisschen austricksen. Ich habe eine Idee, wartet mal. Ich werde was ausprobieren und zwar, wir fahren mal hier auf die Rampe. Ich werde mal das Auto jetzt ein bisschen demolieren mit der Shotgun hier. Passt auf, so. Gut aufgepasst und... und jetzt, Leute, nehmen wir uns hier diese Gravity Gun. Denn damit, seht ihr schon, können wir so Metallsachen quasi so aufsammeln. Jetzt seht ihr das. Und ich werde das jetzt einfach mal gegen den Kopf schießen und mal schauen, was passiert. 3, 2, 1 und... oh. Ich kann das erklären, Skibbidi-Toilette. Also wir können über...
Wir können über alles reden, wollte ich sagen. Wenn das so ist, können wir auch andere Seiten aufziehen. Denn was hältst du davon, wenn ich mit einer Minigun in dein Gesicht reinschieße, hä? Ich bin dafür, dass wir einfach mal eine kleine Zahn-OP verpassen. Was? Ich kann das erklären. Skibidi. Ey, warte mal. Ey, Skibidi. Ich kann das erklären. Beruhig dich, Skibidi. Ihr hat jetzt einfach mal ein riesen Loch in ihrem Gesicht. Aber okay, das kann doch gut starten. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit so einem riesen Monster Truck LKW. Wir müssen mal die Autos ein bisschen mehr ausprobieren. Ich würde sagen, los geht's. Oh. Also. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind voll durchgeflogen, aber richtig krass. Können wir hier unten auch durchfahren? Wow, wir haben hier unten einfach alles weggeschmettert. Was? Hä, wie geil. Ich sag euch ehrlich, es macht so unnormal Spaß, hier immer alles kaputt zu machen. Also ich meine, wenn wir hier theoretisch alles wegsäbeln, müsstet ihr eigentlich umfallen. Also, Eine Ewigkeit später. Okay, ich glaube, das dauert bis morgen, wenn wir so weitermachen. Ja, egal. Ich würde sagen, wir müssen mit den Autos weitermachen, weil die machen, glaube ich, am meisten Schaden. Ich überlege mal, welches Auto würdet ihr denn nehmen? Ey, ich sag euch, den Schredder werden wir zum Ende machen. Ich bin so gespannt auf diesen Schredder. Also, Digga, der wird hoffentlich alles wegsäbeln. Wir haben hier noch so LKWs. Warte mal. Wir haben hier so ein LKW mit so einer Ramme vorne dran. Ich glaube, das könnte richtig ehrenlos werden. Ey, das wird jetzt richtig ehrenlos. Komm, wir fahren mal hier an der rechten Rampe entlang. Wir machen jetzt voll hier rein. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Alter! Oh nein, er ist leider stuck. Oder was? Nein, er fährt noch. Er fährt noch. Wir haben aber da oben übel viel kaputt gemacht. Warte mal. Also wir haben auf jeden Fall hier gut Damage gemacht bei der Toilette. Aber irgendwie hätte ich Lust, nochmal in den Mund hier reinzugehen. Also davon mal abgesehen, dass wir uns gerade einfach literally im Mund der Skibidi-Toilette befinden, was, glaube ich, auch noch nie jemand geschafft hat. Aber, was könnten wir hier anstellen? Oh, Bruder, das ist jetzt ein bisschen ehrenlos, ja? Also das ist jetzt wirklich ein bisschen ehrenlos. Soll ich das wirklich machen? Leute, wenn ich das mache, soll lasst ein Like da. Ich habe hier gerade die Furzkanone am Start. Oh, oh, die dreht übel durch. Oh, die dreht komplett. Oh mein Gott. Die ist komplett durchgedreht. Habt ihr das auch gehört am Sound? Die hat gerade komplett übertrieben, Digga. Aber wir haben immer noch zu wenig Damage gemacht. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Komm, wir machen jetzt weiter. Wir müssen mal hier hinten gucken. Hier hinten haben wir auch richtig krasse, exotische Autos. Wir gucken mal. Wir haben zum Beispiel hier so ein Smiley-Auto. Leute, komm. Wir nehmen das Smiley-Auto. Ich fahre einfach mit einem Smiley-Auto, Leute. Das ist halt so groß rund, das könnte auch krass viel Schaden machen, ne? Okay, wir hoffen mal, dass wir jetzt nicht vom Laser abgeschossen werden, ne? Komm, 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 fahr, fahr! Volle Kaschemme! Was? Wir haben der Toilette ein komplettes Auge weggefetzt, Alter. Das hat sich bis hier durchgefressen und hier hinten durch sogar. Was? Oh mein Gott. Komplett geistesgestört. Ey, es macht so Spaß, die Toilette zu zerfetzen. Ich sag's euch. Auch wenn die ein bisschen demoliert schon aussieht, ich sag euch ehrlich, wir haben sie noch nicht besiegt. Aber das kommt noch. Ich werde dir versprechen, ich werde nicht mehr... Toilette, du hast es so gewollt. Ich habe jetzt irgendwie mal Lust, so einen Kampfhelikopter auszuprobieren. Also, boah, wie fliegt man das? Ey, wie funktioniert das? Oha! Oha! Warte, was? Skip in die Toilette! Ah! Das ist dein Ende! Ich habe gerade einfach einen riesen Kampfhelikopter in die Toilette reingefahren. Und,
bisschen Vieh habe ich auch kaputt gemacht. Digga, die halbe Toilette brennt einfach und... Nein, hört ihr das? Hört ihr den Sound wieder? Die Toilette ist jetzt, glaube ich, komplett am Freidrehen. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Leute, es wird gleich Zeit für den maximalen Schredder. Aber davor will ich jetzt nochmal so ein anderes Militärauto ausprobieren. Oder warte, wir haben hier das Bettmobil. Hat das auch so einen Boost? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Du machst es mir heute nicht einfach, ja? Okay, das hätten wir auch. Das Ding ist, wir sehen, wir haben hier noch richtig krass viele Fahrzeuge. Also, wir haben zum Beispiel so ein Lightning McQueen Auto. Also von Cars, ihr kennt das, denke ich, alle. Wir haben noch einen Panzer. Wir haben hier so ein Auto mit so einer riesen Lasergun. Dann haben wir hier so noch andere richtig krasse Militärfahrzeuge. Und einfach einen riesen Panzer. Das werden wir alles noch ausprobieren. Warte mal, hier ist so ein Raketenwerferauto. Oh! Einfach so ein richtig krasses Raketenauto. Oha, das probieren wir aus. Damit wäre die Toilette jetzt komplett wegfetzen, Leute. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like da. Wir machen jetzt nochmal die linke Seite. Kommt. 3, 2, 1, let's go. Und Feuer. Feuer! Oh, oh mein Gott. Es leckt. Es leckt komplett. Ich glaube, irgendwas bricht zusammen. Und wir hören auch den Skill mit die Toilettensound wieder, der komplett am Durchdrehen ist. Die Toilette ist komplett unten am Brennen. Aber das hat immer noch nicht ausgereicht, um sie zum Feind zu bringen. Wir müssen uns noch irgendwas anderes einfallen lassen. Was könnten wir noch mal... Ich weiß nicht, was könnten wir noch machen, um die Toilette... Okay, die Toilette scheint wieder ziemlich sauer zu sein. Ich verstehe schon, Skibidi. Wir müssen hier härtere Seiten aufziehen. Ich glaube, du hast es so gewollt. Wir nehmen jetzt den Riesenpan... Oder was ist das denn für ein Panzer, Alter? Ich glaube, der Panzer, der wird richtig ehrenlos. Oh mein Gott. Ich glaube, Skibidi, das ist dein Ende. Das war's mit dir. Leute, bitte. Yeah! Oh! Feuer! Okay, also, ich muss sagen, ich hatte echt Glück, dass sie jetzt gerade kein Laser gemacht hat. Und wir sind auch voll durch den Kopf durchgeflogen. Der ist echt schon krass kaputt. Aber wir fahren noch. Wir können jetzt hier noch schießen. Schaut mal. Bam! Nochmal! Bam! Da oben nochmal. Bam! Also ihr seht, dass das Gesicht ist komplett am Arsch. Also das war's komplett. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal... Was können wir noch nehmen? Wir nehmen mal auf lustig diesen richtig großen Trucker hier. Digga, da muss ich erstmal nach oben kommen, Alter. Also ich sag euch ehrlich, das Auto ist echt ein bisschen groß. Also ich bereue einfach alles hier gerade. Wenn wir Glück haben, macht die Toilette jetzt keinen Laser. Das wäre echt gut. Wir nehmen die linke Rampe. Komm schon, bitte, 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 bitte. Oh, sie macht Laser, egal. Oh mein Gott, wir sind voll rein. Oh mein Gott, nimm das, gib mir die Toilette. Das war's. Oh mein Gott. Der versinkt förmlich in der Toilette gerade. Bro, guckt euch das an. Der chillt jetzt einfach in der Toilette da, das Auto. Also ich muss sagen, wir haben schon viel geschafft, aber die Toilette steht immer noch. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit für den Endboss, Leute. Und zwar für den Riesenschredder. Ich glaube, darauf habt ihr auch alle gewartet. Es ist auch alles schon extrem am Lägen. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's wieder. Der Schredder ist jetzt an der Reihe. Ich kann euch nicht sagen, ob es ausreichen wird, die Toilette zu besiegen. Aber ihr seht, der Schredder, er ist sich am Drehen. Es dreht komplett frei, das Ding. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Wir zerschreddern die Toilette. In 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Bam! Er schreddert sich einfach durch, Alter. Oh mein Gott! Bam! Aber die Toilette steht immer noch. Digga, ich nehme jetzt den Schredder nochmal und wir fahren hier unten durch, Digga. Komplett. Wir fahren einfach durch die Toilette durch. Alter. Die steht immer noch. Okay, wir machen jetzt was richtig ehrenlos. Wir nehmen den Schredder und nehmen den hier mit unserer Physikgun. Ich glaube, damit können wir richtig viel Schaden anrichten. Seid ihr bereit? Ja! Oh mein Gott, wir können einfach alles wegschreddern. Wir können die komplette Toilette zerschreddern. Nimm das, gib mir die Top-Toilette. Komm, oben auch noch. Ja! Ich zerschredder die komplette Toilette. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, Ladies and Gentlemen. Die Toilette heute ist komplett hartnäckig. Oh nein. Und die macht auch die ganze Zeit hier diesen komischen Skibbidi-Dop-Sound. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Oh nein. Sie hat einfach Laser gemacht, Bro. Ja, okay, reicht doch jetzt.
Oh! Junge, entspann dich mal. Wir übertreiben jetzt. Kampfchat. Wir greifen zum Kampfchat. Jetzt übertreiben wir. Jetzt übertreiben wir. Wir müssen sie jetzt zur Strecke bringen. Komm schon. Komm rein. Rein. Yeah! Nimm das! Okay. Ja, als wenn der Kampfchat auch nichts bringt. Scheiß Kampfchat. Weg mit dir, Junge. Ja, mach einen Abgang. Okay, Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt zu Plan B greifen. Das ist wirklich die Notoption der Option. Damit haben wir auch Max zur Strecke gebracht. Und zwar war das mit diesem Auto. Das wollte ich heute eigentlich nicht zum Einsatz bringen, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Kurz für euch, es sieht auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus. Aber ihr müsst wissen, hinten auf diesem Auto ist alles vollgeladen mit TNT. Also diese schwarzen Röhren hinten, das ist alles Sprengstoff. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir damit in die Toilette rein crashen, wird sie komplett explodieren. Deshalb, macht euch bereit für das Ende der Toilette! Bam! Yeah! Nein, alles ist explodiert, wir fallen! Nein! Das war noch nicht das Ende! Wir werden zurückkommen!